Hey ihr Lieben, schön, dass du Yoga mit Marleen eingeschaltet hast. Ich zeige dir heute ein paar Übungen, wie du die geraden, tiefen und schrägen Bauchmuskeln aktivieren kannst und dir so ein wenig einheizen kannst. Komm direkt in die Rückenlage, stell beide Füße hüftgelenksbreit auf und leg die Hände gerne nahe ans Gesäß. Als Warm-up sozusagen lade ich dich ein, mit der Einatmung so ein sanftes Hohlkreuz zu machen und mit der Ausatmung den unteren Rücken in die Matte zu schieben. Und dabei zusätzlich mit der Einatmung entspannst du den Beckenboden, den Bauch, lass die Rippenbögen weit aufgehen. Und mit der Ausatmung machst du genau das Gegenteil. Das heißt, du aktivierst Beckenboden, ziehst den Unterbauch sanft nach innen und oben und schließt die Rippenbögen, sodass dein Bauch flach wird. Es macht Sinn, dabei Ujjayi zu atmen, das heißt das sanfte Rauschen in deinem Hals zu erzeugen oder aber über den Mund auszuatmen und dabei ganz leicht zu hauchen. Das hilft dir, deine Mitte zu zentrieren. Das nächste Mal, wenn du ausatmest, halte den unteren Rücken auf der Matte. Halte den Bauch, den Beckenboden zentriert und atme trotzdem weiter. Das heißt, du hast gerade so viel Spannung in deinem Beckenboden, in deinem Unterbauch, dass du das gut und problemlos halten und dabei noch tief atmen kannst. Denn spätestens wenn dann noch etwas mehr Anstrengung dazukommt, wirst du das brauchen. Wenn du merkst, es funktioniert schon gut, nimm deine Knie über deine Hüften. Dann solltest du schon gut einen kleinen Zug im Bauch spüren. Und der Bauch soll dabei nicht rauskommen, sondern durch den Unterbauch, durch die tiefen Bauchmuskeln, hältst du alles zentriert zur Mitte. Du kannst mit den Händen entweder also den Bauch kontrollieren, checken, dass dein Becken stabil und gerade bleibt, oder dasselbe beim Gesäß stabilisieren und spüren, dass das Becken gleich nicht nach links oder rechts ausbricht. Und dann von hier tappe abwechselnd die Fersen zur Matte tief. Kombiniere das gerne mit der Ausatmung, die Fersen tief und mit der Einatmung wieder hoch. Die Knie bleiben dabei die gesamte Zeit über dem Hüftgelenk. Sie werden näher reinwandern wollen, das wäre leichter, das wollen wir nicht. Und bleibe gern jetzt zum Start, so bei dieser einfacheren Version. Und konzentriere dich wirklich mehr darauf, selbst noch mehr Spannung reinzubringen, indem du wirklich auch den Unterbauch nach innen und oben ziehst. Den Beckenboden aktiv mitnimmst und das Becken komplett stabil hältst. Das ist, was den Beckenboden und die tiefen Bauchmuskeln mitspielen lässt. Indem du wirklich alles isolierst und nur die Beine bewegst. Schultern, Hals, Kiefer bleiben entspannt. Noch einmal jede Seite. Und von hier lass die Knie einen Moment hereinfallen, wiege dich sanft von links nach rechts. Und für die nächste Übung schlage das rechte Bein über das linke und vielleicht kann der rechte Fuß an der rechten Wade oder am linken Knöchel sich herumschlingen. Und dann die Hände machen dasselbe, nur der linke Arm ist über dem rechten. Auch jetzt wieder Bauchmuskeln sind zentriert, unterer Rücken klebt sich Richtung Matte tief.
Und was wir gleich machen, ist mit der Ausatmung Knie und Ellenbogen zueinander bringen, sanft drücken. Und Einatmung, vielleicht einen kurzen Tap mit den Fingern und Zehen. Nochmal tief ein. Dann dreh die Bauchmuskeln, komm hoch, drücken, ausatmen tief. Heb dabei auch das Becken sanft. Das nächste Mal bleibe oben, drücke fest, heb das Becken für 5, 4, 5. Dann langsam ablegen. Dann leg die Hände über den Kopf, lass die Knie nach links sinken. Und die Beine können gern also verschränkt bleiben. Schon gut warm? Mir wird auf jeden Fall schon warm. Dann löse das rechte Bein, komm zurück zur Mitte, andere Seite. Und so wie das rechte Bein, jetzt das linke über das rechte schlagen und den rechten Arm über den linken Bauchmuskeln zentrieren. Atme nochmal tief ein und mit der Ausatmung Knie und Ellenbogen zueinander. Für 5. Bleib dran, mir ist auch warm. Das nächste Mal bleibe oben. Dann löse. Öffne die Hände zu den Seiten. Und lass die Knie nach rechts herüber sinken. Die Form ist jetzt gar nicht so wichtig. Es geht vielmehr darum, wieder durchzuatmen. Die Bauchmuskeln wieder zu entspannen. Und dann für die nächste Übung, na komm in den Vierfüßlerstand bitte. Die linke Hand bleibt auf der Matte, die rechten Fingerspitzen stehen so ein bisschen weiter vorne ab. Und konzentriere dich wirklich darauf, dass der Schultergürtel aktiv bleibt, die Arme gestreckt und der Bauch umarmt die Wirbelsäule, sodass das Becken nicht nach links, nach rechts, nach vor oder zurück ausweichen kann. Und zusätzlich nimm das linke Bein nach hinten hinaus. Und jetzt ganz wichtig, wenn wir dann gleich das Bein und den Arm holen, möchte ich nicht, dass du in ein Hohlkreuz kommst, sondern denk dir eher Katzenbuckel, weil wir es gewöhnt sind, große Bewegungen zu machen, um das Gefühl haben, es richtig zu machen, es gut zu machen. Tatsächlich ist es aber so, dass du mehr Muskeln mitnimmst, wenn du von hier jetzt wirklich deinen Rumpf fast wie einbetonierst und dir die ganze Bewegung aus deinen Gliedmaßen, aus Arm und Bein holst und den Bauch nutzt, um zu stabilisieren. Also von hier hebe aus der Kraft der Beinrückseite das linke Bein und du wirst gleich merken, Beinrückseite beginnt gut zu ziehen, wenn du das nicht aus dem Becken holst. Und dann zusätzlich nimm den rechten Arm mit nach vorne, balanciere dich hier in der Mitte aus. Lass den Atem fließen. Auch hier, Unterbauch zieht fest nach innen und oben. Beckenboden stabilisiert wahrscheinlich ganz automatisch, sodass du wirklich so wenig schwankst wie möglich. Und denk dir wirklich eher runde Rücken. Nochmal tief ein.
Und mit der Ausatmung bring Knie und Ellenbogen zueinander und drück gegeneinander. Werde richtig rund, denk dir Katzenbuckel und drück Knie und Ellenbogen zueinander. Einatmen, strecken. Ausatmen, drücken. Und noch für fünf. Bleibt dabei, ich zittere auch schon, mir ist warm. Ich bin heute Morgen schon mit Muskelkater aufgewacht. Aber das Date mit dir wollte ich mir trotzdem nicht nehmen lassen. Und mit der nächsten Ausatmung bleibe ich hier. Drück gegeneinander. Für fünf. Werde rund. Bauchnabel zieht nach innen und oben. Einatmen, nochmal strecken. Und absetzen. Setz dich kurz zurück auf deine Fersen. Und strecke dich abwechselnd über die linke und über die rechte Seite. Und dann von hier bereite dich vor für die andere Seite. Bringe deinen Rücken wieder in eine lange gerade Position. Bauch ist fest, Beckenboden aktiv. Sitze die linken Fingerspitzen ein bisschen weiter nach vor. Strecke das rechte Bein nach hinten. Noch einmal Becken zentrieren, Bauch aktivieren. Bein heben. Und spüre die Beinrückseite. Spür deine Arme, wie sie sich strecken, ist eine tolle Übung für den ganzen Körper. Und eine tolle Übung, bei der du merkst, wie sehr du dich anstrengst. Denn fast jeder kann das so machen, dass es wirklich spürt, weil so viele Muskeln zusammenarbeiten müssen. Du kannst aber auch super entspannen hier. Nochmal tief durch. Und nochmal ein hier. Und mit der Ausatmung beginne ich zu runden. Einstrecken. Und noch für neun, wir sind so schnell vorbei. So schnell kannst du gar nicht schauen. Gar nicht lang drüber nachdenken. Einfach dabei bleiben. Und das nächste Mal, wenn Knie und Ellenbogen sich berühren, bleibe hier. Drücke so fest, wie du kannst. Drücke, Bauch zieht nach innen und oben. Drücken, drücken, mach dich rund. Noch für zwei. Eins. Und streck dich nochmal durch. Lösen. Lockere die Schultern, lockere die Hüften, Beine. Und dann von hier komm in die Rückenlage. Beckenboden und tiefe Bauchmuskeln, wie gesagt, spielen eine wichtige Rolle im Stabilisieren von deiner Mitte, von deinem Becken. Und dafür lade ich dich jetzt ein, das Becken zu heben und in eine Brücke zu kommen. Die Schultern dabei ein bisschen zueinander, Fußsohlen drücken in die Matte. Wenn du einen Block hast, gerne zwischen die Oberschenkel einzwicken, ansonsten einen imaginären Block pressen. Auch das spürst du vielleicht auch schon im Beckenboden, das hängt zusammen. Und dann von hier lade ich dich ein, kannst die Hände so als Referenz auch gerne auf die Hüftknochen zu legen, rechts vielleicht mal die Ferse zu heben, dann langsam das Bein zu heben. Und dann wirst du merken, die seitlichen Bauchmuskeln, aber auch der tiefe Gürtel, der sich um deinen Bauch, um deine Wirbelsäule herum erstreckt, wird aktiv, wenn du das Becken nicht nach links oder rechts sacken lassen möchtest.
Und das ist genau, was wir jetzt machen. Bauch bleibt fest. Beine bleiben stark. Abwechselnd. Linkes und rechtes Bein heben. Und es ist vielleicht nicht mehr. Ah, es ist so ein kleiner Marschiergang, Spaziergang. Ein kleines Marschieren. Vielleicht möchtest du die Bewegung auch ein bisschen größer machen. Noch dreimal jede Seite. Die letzten dreimal, dann hast du es geschafft. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Mir ist jetzt gut warm. Gerne auch spüren, wo die Bauchmuskeln kommen. Und wenn du ausgeglichen bist zu beiden Seiten, nimm das Becken tief, nimm die Knie ran, massiere deinen unteren Rücken auf der Matte. Und du kannst hier gern noch bleiben, du kannst das Set noch 2-3 Mal wiederholen, wenn es dir gut getan hat. Oder wenn du echt nur eine kurze Pause wolltest, dann hoch mit dir, mach dich frisch. Und ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder Yoga mit Marlene einschaltest. Vielen Dank, wunderschönen Tag.